herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und liebe Waage, du bist natürlich wieder hier, um dir deine Aprilbotschaft und Legung bei mir abzuholen. Ja, und wenn du ganz frisch hier an meinem Tisch geflattert bist und nicht weißt, wer ich bin, warum ich tue, was ich tue und vor allem, was super wichtig ist, was ich nämlich sonst noch alles anbiete, das ist jede Menge und das ist alles neuzeitlich und es geht alles um die Transformation, um deinen Aufstieg, um Bewusstwerdung, um Bewusstseinssteigerung, all diese Dinge. Es geht um deine Seele, um deinen Weg im Leben. Dann schau dir bitte unten in der Videobeschreibung einmal all die Dinge an, die ich anbiete und auch meine Webseite. Ja, liebe Waage, gerade am Anfang danke ich dir auch ganz herzlich für alles, was du hier mir entgegenbringst und immer schon getan hast, möchte ich mich unglaublich bei dir bedanken für deine Likes, deine Kommentare, für eine kleine Spende, einen Thanks, man kann aufs Herzchen drücken, mir eine kleine Spende entgegenbringen. Du weißt, ich bin eine Reisende, ich lebe von diesem Kanal und natürlich würde ich mich unglaublich freuen, wenn du hier ein Kanalmitglied wirst, ja, für 2,99 € nur. Jeden Monat siehst du die Videos alle schon zum Voraus und du siehst ein bisschen auch in mein Privatleben hinein. So, gut, genug der Werbung hier, ja. Lass uns starten in dein mediales Bild, liebe Waage. So, voilà. Ich habe ganz kurz die Kamera noch ein bisschen gerichtet, so dass du mich ein bisschen mehr siehst. Ja, liebe Waage, dein mediales Bild werde ich dir zum Voraus natürlich geben. Dann werden wir die Legung machen hier mit diesem wunderschönen Heindl-Tarot-Deck. Und am Ende, wie immer, werde ich eine Zusatzbotschaft von der geistigen Welt, von den aufgestiegenen Meistern auch an dich weitergeben. Diesen Monat möchten wir dir ein magisches Krafttier an deine Seite stellen. Ja, also lass mich gerade beginnen mit deinem medialen Bild. Liebe Waage, du bist natürlich gerade auch in dem Prozess, in dieses neue Zeitalter, eine unglaublich wichtige Energie, denn ja, du stehst halt auch für das Gleichgewicht, für Gleichberechtigung, für Harmonie, für sehr goldene, übrigens Energie, also eigentlich pfirsichfarbene Energie ist das. Die kommt nämlich von Lord Maitreya, ja, unserem Buddha. Also es ist ein sehr hohes Bewusstsein. Die Pfirsichfarbe ist eine Mischung eben aus diesem wunderschönen Lachs-Magenta-Rot, was das Weibliche, was die Göttin darstellt, und diesem Gold, was die Sonne, das Bewusstsein, das Männliche darstellt. Und das bist du eigentlich in deinem Wesen. Ja? Wenn dich das alles interessiert, ich besitze ein ganz großes mystisches Wissen. Ich arbeite seit 36 Jahren in meinem Leben. Ich komme aus der Theosophie, was ja auch Mystik ist, Okkultismus, also nicht zu verwechseln mit Satanismus, bitte. Und sie war ja auch der Ursprung der Esoterik. Ja. Ich gebe das neuzeitlich weiter. Ich habe dieses Wissen absolut erweitert mit dem 13. Aspekt, der jetzt einfach unbedingt nicht mehr verheimlicht werden sollte, sondern er gehört in die neue Welt, ins neue Zeitalter. Schau dir die Videos unten sonst noch an dazu. 13. Aspekt. Ja, darum bist du sehr wichtig, weil dir gehört nämlich der 12. Strahl. Das wissen viele nicht, das wird total falsch weitergegeben, so wie du das finden kannst in Büchern und im Internet. Und der 12. Strahl ist im Prinzip die Transmission vom Schlangenträger in das 13., in das absolut Vollkommene. Dort gehen wir hin. Und liebe Waage, du spielst in dieser Transmission mit dieser unglaublich hohen Schwingung des 12. Strahls eine ganz wichtige Rolle. Deine wunderschöne Waage-Energie, die ja auch mit der Venus ganz stark verbunden ist. Ich sehe dich also in diesem medialen Bild als die Waage selbst und ich kann es nicht
es war ein kurzes Bild, aber ich glaube, es ist unglaublich eindrucksvoll und wichtig. Ja, eindrucksvoll und wichtig. Und es ist eigentlich genau, was ich hier gerade oben auf diesem Stapel habe, was ich erst jetzt sehe. Es tut mir auch leid, ich weiß, das Licht ist hier im Zimmer meines Vaters nicht immer ganz ideal. Ich hoffe, du kannst das sehen. Schau mal den Regenbogen. Regenbogen, Regenbogenbrücke, Regenbogenkrieger, neues Zeitalter. Ja? Und hier der Gehängte. Und ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, du stehst irgendwie vor diesem Moment, die Dinge um 180 Grad in deinem Leben zu drehen. Du weißt irgendwie vage, so wie du die Dinge in deinem Leben angegangen bist, bis anhin, egal welchen Bereich, egal welchen Bereich, kommst du nicht weiter. Und genau das ist ein Prozess der Erleuchtung. Wenn wir erkennen, dass die alten Wege, die wir bis jetzt gegangen sind, uns nicht zur Erleuchtung führen, zu diesem inneren, zu dieser inneren Glückseligkeit. Wir müssen die Sicht um 180 Grad wenden. Und ich will nicht sagen, zu erkennen, dass diese Welt eigentlich eine Illusion ist. Sie ist nicht unbedingt eine Illusion, sondern sie ist ein Konstrukt, eine Matrix, die wir ganz bewusst erbaut haben. Wir wollen das so. Wir wollen Götter in Fleisch und Blut werden. Ja? Das ist unser Weg. Also, wenn man die Menschen, die einfach sagen, ja, ist sowieso alles eine Illusion, und es ist alles völlig scheißegal, ja, entschuldige bitte die Wortwahl, ist nicht ganz korrekt. Ja? Aber zu erkennen, dass zum Beispiel Tod eine Illusion ist oder dass vor allem Trennung eine Illusion ist, dass wir eigentlich alle eins sind. Wir sind ein Wesen, eine Seele, eine Schöpfungsquelle. Das ist Erleuchtung. Und schau, mit dem Gehängten, das ist genau, was ich sagen wollte. Du wirst im April eine tiefe Erkenntnis haben, liebe Waage, die deine Ansicht von dir selbst, dem Leben und deinem Dasein völlig verändern wird. Und was das ist, da bin ich natürlich jetzt auch sehr gespannt. Lass uns direkt in deine Legung hineinstarten. Waage bitte, April, allgemeine Ebene, dann Finanzen, Beruf und Liebe, Beziehung. Und ich mache das im zeitlichen Ablauf. Waage, allgemein, bitte. Ja, wir haben hier schon die Hohe Priesterin. Das spricht genau für die Ausbildung, die ich tue. Wow, wir haben den Herrscher. Wow, ich habe Gänsehaut von oben bis unten. Und ja, es ist ganz klar, wer hier in deine Legung kommt. Liebe Waage, es ist Lord Maitreya. Er wird dich in diesem Prozess unterstützen im Monat April. Also mit dem Titel Buddha. Denn Buddha ist nicht eine Person. Buddha ist die oberste Instanz. Man könnte sagen, wer den Buddha erreicht, der kann fast nicht mehr weitergehen. Buddha ist die. Ich meine, auch Jesus war ein Buddha. Osho ist ein Buddha. Das sind Menschen, die Erleuchtung erfahren haben und aufgestiegene Meister natürlich. Gut, Vergangenheit bzw. Ende März, Anfang April, die Schwingung und Stimmung für dich, die Hohepriesterin. Ganz klar mit der 2 ist auch die Portalzahl 11 und sie spricht ganz klar von der göttlichen Liebe. Ja, Portalzahl 11, 11. Strahl, Lady Rowena, ist auch mit Venus verbunden. Sie hat Sternzeichen Stier, eine unglaublich starke weibliche Energie, die dich hier in die göttliche Liebe führt. Wer nicht durch das Portal 11 kommt, kommt nie zur 12, zum Buddha. Alles lerne ich alles in meinen Ausbildungen. Du wirst nach diesen Ausbildungen nie mehr derselbe Mensch sein. Gib kein Zurück mehr. Du wirst ein Hohepriester oder eine Hohepriesterin werden wollen, weil du einfach weißt,
Das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich hier, in diesem Prozess zu helfen. Es heißt aber auch gleichzeitig, dass du hier in die Stille gehst, weil es ist eine sehr stille Karte, ja. Das ist die Lehre, von der, die, also nicht leere Lehre, wo man etwas lernt, sondern die Lehre, das Dunkle, von dem Buddha auch oft spricht, dass man in diese Lehre kommt, in dieses einfach Nichtssein. Weil die Lehre ist eigentlich die größte Energie, die wir besitzen. Wenn du in den Kosmos schaust, das ist ja nicht voller Licht, sondern die Distanz zwischen den Sternen und den Planeten ist riesig und sie ist dunkel. Sie ist aber nicht leer, sondern sie hat unglaublich viel Energie. Das ist die Ma. Aus ihr wird alles geboren. Und genau so habe ich das Gefühl. Du gebärst etwas Neues. Du weißt, ich komme nicht weiter, wenn ich nicht durch dieses Portal 11 gehe. Und du wirst es machen. Wie auch immer du das begreifst, liebe Waage. Denn wir haben hier den Herrscher. Man könnte ihn auch den Adam nennen. Die urmännliche Energie hier in der 3D. Sternzeichen Widder übrigens und hier Sternzeichen Jungfrau. Genau. Das heißt Manifestation. Du bist ready, deine Vorstellungen, deine Einsicht, die du hattest, allgemein in deinem Leben, den jeden Bereich betrifft am Ende natürlich, in die Materie zu bringen. Du bist sehr entschlossen, das zu tun, denn Widder ist ein sehr entschlossenes Zeichen. Man bedenke Feuerzeichen, ja, Planet Mars, Lady Nada. Rote Farbe, rote Energie, ja, ist die oberste Farbe des Regenbogens, Manifestation. Dann Ende April, Anfang Mai, hast du hier aber noch einmal eine kleine Krise mit quälenden Gedanken. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, weil wir müssen vor allem, wenn wir den Aufstieg machen, wenn wir, unser Ziel ist, unser Leben ins Optimum zu bringen und vor allem uns selbst, dann müssen wir durchs vierte Portal zuerst, vierter Strahl, Kristallin, Serapis Bay. Der ist der Zuchtmeister, ihm gehört die Aufstiegsflamme, ja. Er wird dich hier in deinem Ego, er wird diesen Rohdiamanten in dir feilen, bis du durch dieses Nadelöhr kommst, ja. Und vielleicht ist das der Prozess hier noch ein bisschen, dass du wirklich merkst, wow, ich werde hier mit Dingen noch konfrontiert, die ich mir bis jetzt nicht angeschaut habe. Wo ich merke, ich muss diese Schwerter ziehen, ja, ich muss hier an meinem Ego feilen, damit ich das, was ich hier erkannt habe, dass das durch, dass mein Ego, dass ich leicht werde. Du siehst, ich rede manchmal ein bisschen in einer kosmischen Sprache, liebe Waage, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich will hier die neunte Schwerte noch kurz decken, um was es hier wirklich geht, diese quälenden Gedanken, die hier zu dir zurückschlagen im Prinzip, ja, Transformation, der Tod. Ja, also definitiv Skorpion hier, ja, er ist absolut überhaupt die Hauptenergie, in der wir jetzt sind, die Transformation zu einer höheren Ebene und auch du wirst diese tun müssen und ich sehe es wirklich als, dass hier einiges an Ego bei dir sterben wird, ja, um in eine höhere Form zu kommen, damit du leichter wirst, liebe Waage, mit diesem Transformationsprozess hier. Also nimm ihn als willkommen an und schau es dir nicht als eine Qual an. Ja. Erinnere dich, wenn du dort bist, in diesem Zustand, Ende März, April hinein, erinnere dich an diese Legung bitte, an meine Worte. Dann wird es dir leichter fallen. Wir müssen uns der Transformation hingeben. Hingabe ist die einzige Möglichkeit, wie wir dem Schlangenträger begegnen können, dieser Schöpfungsenergie, die Kundalini. Nicht versuchen, sie zu kontrollieren. Das kommt nicht gut. Es gibt riesige Blockaden,
Das kann völlig nach hinten losgehen und kann am Ende zu Psychosen führen. Gib dich hin, deinem Prozess wagen. Höre auf zu kontrollieren. Und was immer sich in deinem Leben verabschieden will, sei es eine Arbeit, ist es ein Projekt, merkst du, ich sollte wegziehen von dort, wo ich bin, ist es eine Beziehung, lass es los. Hab Vertrauen, dass das richtig ist, auch wenn es vielleicht schmerzt. Ich habe das Gefühl, da kommt dann Besseres um die Ecke für dich. Lass uns schauen, Finanzen, Beruf. Waage, April. Finanzen, Beruf. Einmischung. Der Eremit, ja? Siehst du, also du ziehst dich definitiv hier zurück, könnte auch definitiv sein, wo das hier auch an deinem Arbeitsplatz oder was du beruflich tust, sich hier Menschen immer, das ist Ende März, Anfangs April, Einmischung mit der Achterschwerter. Ich glaube, das führt dich auch ein bisschen zu diesem Wandel, zu diesem Aha-Moment. Es könnte sein, dass du hier unter Mobbing leidest, könnte sein, dass sich so viele Menschen in dein finanzielles oder berufliches Leben einmischen hier von außen. Könnte sein, dass sie zu viel Geld von dir absaugen, zu viel Energie von dir absaugen. Könnte sein, dass man den Weg, den du vielleicht gerne tun würdest, vielleicht ist das ja völlig etwas anderes, vielleicht möchtest du ein Heiler werden, vielleicht möchtest du in einen ganz neuen Bereich gehen, dass sich hier zu viele Menschen in deiner Außenwelt einmischen und dir hier unglaublich viel Energie, also weißt du, wie Steine in den Weg leben und Gedanken in den Weg, ja, aber das bringt doch nichts. Ja, das gibt es schon so viele, wie willst du denn Geld machen, weißt du, solche Dinge. Was auch immer es ist, du weißt das natürlich am allerbesten, liebe Waage, und sollte die Legung für dich nicht stimmig sein, dann bitte schau mal als erstes nach, bin ich überhaupt Waage im Sonnenzeichen, wenn du den 13. Aspekt nämlich einrechnest. Ich habe eine Liste im Community-Bereich, da kannst du mal nachschauen, bin ich eigentlich Waage für die neue Zeit noch oder bin ich das gar nicht mehr? Ich war auch überrascht, ich dachte auch immer, ich bin Schütze. Und ich habe dann festgestellt mit dem 8. Dezember, oh nein, ich bin ein Schlangenträger. Also auch ich musste umdenken, ja. Dann Mitte April, genau, ich glaube aufgrund dieser ein bisschen schwierigen Situation hier beruflich, finanziell, gehst du hier auch wieder in deine Ruhe hinein mit dem Eremiten. Ich glaube, das ist auch richtig so. Ich glaube, du gehst hier sehr tief in dich hinein. Und ich glaube, genau deshalb hast du diesen Wandel. Ja, sehr klar. Vielleicht denkst du auch darüber nach, dass du hier ganz alleine deinen Weg gehen wirst, dass du eben diese Einmischung von außen nicht mehr willst, dass du hier deinen eigenen persönlichen, beruflichen Wunschweg gehst mit dem Eremiten, weil dieses Licht in dir dich einfach ruft. Es ist Zeit, dass ich alle Ängste loswerde, alle quälenden Gedanken mir nicht mehr reinquatschen lasse. Vielleicht machst du auch hier eine Ausbildung, bekommst ja für alles ein Zertifikat, du lernst alles, was ich auch kann. Und du bist dann auch begleitet, du bist ja nicht allein, wir haben eine kleine Gruppe, völlig freiwillig. Aber ja, vielleicht ist es ein Weg für dich, ich sag's mal nur so, weil du hast hier am Ende April, Anfangs Mai wirst du dich befreien lassen. Das ist eine unglaublich starke Legung hier für dich, liebe Waage. Du hast 1, 2, 3, 4, 5 große Arkanen aus 7 Karten. Also verstehst du? Das ist lebensverändernd hier, dieser Monat für dich. Der Narr ist auch ganz stark mit dem Schlangenträger verbunden, weil er ja immer, weil er ja einen Kreislauf darstellt, ja, die männliche Kundalini kommt runter, die weibliche kommt herauf, weil es die Schöpfung selbst, die ist die Schöpfungsenergie und die ist null. Und dieser Narr ist ein erleuchteter Mensch, darum ist er ein Narr. Ja, darum ist er ein Narr. Siehst hier auch wunderschön den Schwan,
Das ist ein Tier der Göttin selbst. Und das bedeutet Freiheit, Leichtigkeit, Erleuchtung. Man ist frei von Karma, frei von Angst. Man geht den Weg des Herzens, weil man einfach tief in sich weiß, was soll mir geschehen. Ich bin am Leben und ich werde am Leben bleiben. Vor was, um Himmels Willen, habe ich eigentlich Angst? Und das wird beruflich und finanziell bei dir so sein. Der Narr sagt manchmal auch, dass man ein Risiko eingeht, ja, und einfach diesen Sprung macht über diesen Felsen, obwohl man noch überhaupt keine Ahnung hat, wo führt mich das hin. Aber genau das ist die Aufforderung des Narren. Dieses tiefe Vertrauen in dich selbst und das Leben. Ich werde daran definitiv nicht sterben. Ja? Du verstehst, was ich hier sagen will. Ja? Sehr schön. Wow. Unglaublich starke Legung. Und Lord Matrena wird dich hier in diesem Prozess begleiten, um diesen Wandel in dir machen zu können, in dieses höhere Bewusstsein hinein. Ich glaube, da willst du hin, Waage. Ich glaube, du suchst schon lange danach. Hier wäre so viel möglich für dich, was ich anbiete. Eine Freischneidung mit Erzengel Michael, dich mal einfach wirklich frei machen von allem Karma bis zum ersten Leben zurück. Ja, mal auf Null kommen. Hier wäre eine Power Transformation auch geeignet. Alle negativen Gedanken, Zustände, all dieses Quälende mal zu transformieren mit dem violetten Feuer in einen super positiven Zustand. Also schau es dir mal an, fühl dich rein, was du hier brauchst als diesen Kickstarter in diesen Narren, in diesen Weg zu kommen. Jetzt kommen wir zu Liebe und Beziehung, bitte. April. Waage. April. Waage. Ja, hier haben wir Freude. Hier haben wir Antriebskraft. Ja, ich habe das Gefühl, Waage, ob es jetzt ein Partner ist, ja, oder nicht. Ob du Single bist oder ob du einen Partner hast oder einen neuen Menschen kennengelernt hast, der Antrieb deiner gesamten Legung, dein Antrieb ist die Liebe. Die Liebe. Die Liebe treibt dich an. Die Liebe zu dir selbst. Die Liebe zur Erde. Die Liebe zur Menschheit. Die Liebe zu deinem Dasein. Dein Antrieb ist die Liebe. Und zu der findest du. Sei es jetzt in der Partnerschaft oder auch wenn du Single bist. Freude, sechster Kelche. Vielleicht hast du hier jemanden kennengelernt, der sehr, sehr positiv ist für dich in deinem Leben, der dir hier auch Freude bringt und Freude macht. Vielleicht hast du aber auch einfach Freude an deinem Single-Dasein. Vielleicht hast du ja eine ziemlich toxische Beziehung hinter dir gelassen. Dann möchte ich dich auch definitiv bitten, diese Türe zuzulassen, nicht mehr öffnen. Vorwärts gehen. Warum sage ich das? Weil wir haben hier Mitte April den Wagen. Siehst du, das ist schon kosmisch, schon wieder eine große Arkana. Ja, wir haben hier noch Jungfrau, wir haben hier Skorpion mit dem Narren. Ich sehe den Narren eigentlich für alle Sternzeichen, ja, aber insbesondere halt auch der Schlangenträger. Wir haben hier den Krebs. Ich sehe den Wagen nicht als eine Krebskarte. Tut mir leid, ich fühle die Energie hier nicht als ein Krebs. Ich fühle sie als ein Schützen. Vorwärts gehen, vorwärts gehen. Der Wagen. Schau, du sitzt hier. Hier ist schon dein höheres Selbst. Hier ist schon deine neue Zukunft. Und du weißt, dort gehe ich hin. Entweder sitzt hier noch ein Partner mit dir im Boot, wo dir vielleicht auch diese Antriebskraft gibt, eben diese Liebe. Aber vielleicht bist du auch Single und da braucht es gar keine zweite Person, denn die Liebe steht hier, dein höheres Selbst, dein göttliches Selbst, es ruft dich bereits. Also unglaublich klar, unglaublich klar. Ich habe sowas von Gänsehaut hier. Und wo führt es dich hin? Reichtum der Erde, 10. Stein.
siehst du, auch beruflich hier. Das ist definitiv ganz viel Geld und Erfolg. Und wenn man es in eine Liebe und Beziehung nehmen möchte, ist das ein absolut klares Fundament. Ja, also 10 der Steine, das ist so erdig und so manifestiert hier eben mit vielleicht diesem Herrscher hier. Ja. Es ist ein super Fundament, das ist stark. Ja, weil das sind Steine, das ist Erde, das sind Münzen. Also wunderbar, also unglaublich tiefe Legung hier. Wo, ich bin geflasht. Was auch immer diese Kehrung ist, dieses mediale Bild, vertraue auf dich, your gut instinct, also im Sinne von dein tiefer Instinkt. Ich sage hier Instinkt, nicht Intuition, weil die hast du schon. Es ist ein Instinkt, der dir sagt, jetzt muss ich flüchten. Ich muss neu beginnen und das wirst du. Wow. Ja, wie gesagt, ich habe die Kommentare hier offen. Man darf mir schreiben. Darum habe ich sie offen. Ich lese jeden Kommentar höchst persönlich. Soll ich es nehmen? Ja, die Katze. Höchst persönlich und ich beantworte ihn auch. Ich bin sehr gespannt, wie das für dich hier resoniert, liebe Waage. Und lustigerweise haben wir hier noch einmal ein Tier der Göttin, ist klar. Man sieht auch Freya oft mit der Katze oder mit den Sphinxen. Gehören natürlich auch alle Wildkatzen dazu. Aber es ist definitiv eine sehr weibliche Energie hier. Wenn es nicht Buddha wäre, wo ich super klar hier fühle, würde ich sagen, die Göttin ist hier für dich gekommen. Die neuzeitliche Göttin übrigens, ich rede nicht von alten weiblichen Energien. Freya. Also auch Freya ist eigentlich nur ein Name einer Göttin. Ja? Wir wissen es, Aphrodite, was auch immer sie für Namen hat, Isis und so weiter. Ich spreche hier von der neuzeitlichen Göttin. Die Katze. Freiheitsliebe, Unabhängigkeit, Eleganz. Eben, wie gesagt, vielleicht machst du dich hier selbstständig, wirst unabhängig. Gute Idee, kann ich hier nur sagen. Vielleicht machst du dich auch frei von einer toxischen Beziehung und toxischen Menschen. Ich habe das Gefühl, du machst dir einen ganz kompletten Neustart und es ist dir, du bist soweit, du lässt alles hinter dir. Es ist, vielleicht gehst du auch wie ich zum Minimalismus über. Ich meine, ich habe meinen super bezahlten, ich hatte 8.000 bis 9.000 Schweizer Franken pro Monat in meinem Beruf, ja. Und ich habe es an den Nagel gehängt, habe mir einen kleinen Bus ausgebaut und ich lebe vom Minimalismus. Ich lebe den Minimalismus und ich lebe von euch, meine Lieben. Ja, ja, das sind, du kannst dir selbst im Netz überlegen, wie viele Tausende von Franken, wo ich darauf verzichte jeden Monat. Und ich bin absolut glücklich und ich bereue es kein bisschen, kein bisschen. Ich habe sogar eine Tätowierung gemacht in meinem Gesicht. Es ist Gälisch, die Sprache. Es heißt Gesbach und es heißt die Kriegerin. Ich habe noch einen kleinen Pfeil gemacht als ein Zeichen, der Regenbogenkrieger, weil ich ganz genau weiß, mit diesen Handtätowierungen und dieser Tätowierung in meinem Gesicht, ich werde nie mehr einen Beruf, also eine Arbeitsstelle bekommen in meinem Beruf. Nie mehr, nie mehr. Weil darum habe ich sie nie getan, obwohl ich das immer wollte. Weil dort Tätowierungen sind also nicht akzeptabel und ich musste sie auch immer, auch die, die ich habe hier, musste ich immer verbergen. Ich sah nie ein Warum. Was ist das Problem? Warum urteilt man nur anhand eines Körpers, einem Außen? Aber für mich, diese Kriegerin, die ich in mein Gesicht tätowiert habe, hat so eine allumfassende Bedeutung für mich, nämlich auch, das ist ein Exempel, ich gehe nie mehr zurück. Ja, wow, ich komme bei dir so in den Redefluss, ja, boah, unglaublich deine Energie hier und dort bist du, dort kommst du hin. Ich gehe nie mehr zurück, ich kenne meinen Weg. Und wenn du ihn nicht kennst, dann
Meine Güte, dann investiere doch 200 Euro in deinem Leben mal und mach ein Seelenscanning oder irgendetwas, was ich hier anbiete. Ist, weiß Gott, nicht die Welt, weil das die Kraft, die da drin ist, wird dich sowas von verändern. Ja? Ist es weiß Gott wert? Armut, Anpassungsfähigkeit, Anschmiegsamkeit, Eigenständigkeit, Vielsichtigkeit, Intelligenz, Selbstbestimmtheit, Selbstliebe. Also du siehst ja, ich bin, also diese Legung ist vom medialen Bild bis hier zum letzten Worten, spricht sie immer vom selben. Und das bedeutet einfach, dass ich in Tune bin mit genau deiner Energie. Sonst würden wir hier im Zickzack reden, was wir aber nicht tun. Selbstliebe, Selbstvertrauen, siebter Sinn, Unabhängigkeit, Wachheit, Wildheit. Jede Katze ist besonders. Ihre Freiheitsliebe geht ihr über alles. Sie lässt sich nicht einsperren. Sie lässt sich nichts vorschreiben. Und dennoch sucht sie die Nähe ihrer Lieben, ist verspielt und anschmiegsam und verleiht jedem Raum mit ihrem Schnurren eine heimelige Atmosphäre. Das Krafttier Katze zeigt dir, dass du deine Unabhängigkeit bewahren und dennoch liebevoll mit deinen Mitmenschen umgehen kannst. Sie lebt dir vor, wie es ist, deine Angst vor Kritik oder Ablehnung abzulegen und wach und selbstbestimmt durchs Leben zu schreiten. Nutze wie die Katze die schwierigen Situationen, deine scharfe Beobachtungsgabe und wenn nötig, deine Krallen, um die Balance zu halten. Ja, sind wir wieder? Balance, Waage, Buddha. Oh mein Gott, ich habe sowas von Gänsehaut hier. Außerdem zeigt dir das Krafttier Katze, wie du deine Intuition als siebten Sinn nutzen kannst. Wie ich gesagt habe, Instinkt. Ich war da schon bei der Katze. Natürlich meine ich auch Intuition, aber ich glaube, die hast du auch. Und ich habe dir gesagt, folge deinem Instinkt. Ich war wahrscheinlich hier irgendwie schon bei deinem Krafttier, weil die Katze hat einen super Instinkt. Ja, natürlich auch den siebten Sinn. Ja, also nutze deine Intuition als siebten Sinn, um schlechte Stimmung, negative Energien aufzuspüren und dann einfach von dir abprallen zu lassen. Affirmation, frei und selbstbestimmt, folge ich meinem Weg. Boom, absolut kraftvolles Schlusswort hier für dich, liebe Waage. Ich freue mich auf dich, egal in welcher Form. Komm ans Freya-Fest, Ostdeutschland, 13. September, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag, der 13. ist übrigens auch der Freya-Tag und wir feiern dort, weil das ist das Finale. Dort wird die neue Erde geboren. 13.9. Wir feiern die neue Erde und das neue Zeitalter. Komm dorthin, lerne mich persönlich kennen und ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe und du weißt, ich liebe dich von Herzen. Liebe Waage, bis bald und tschüss.